Moin, Freunde der kleinen Spur N. In diesem kurzen und kleinen Video möchte ich nochmal eine schöne Lokomotive vorstellen hier aus meiner Sammlung. Das ist die berühmte Elektrolokomotive E19. So ein bisschen so. Ja, die E19, das Vorbild dieses Modells wurde 1937 von der Reichsbahn in Auftrag gegeben und es beteiligen sich zwei Firmen an dem Bau dieser Lokomotive. Es war einmal die AEG und die Firma Siemens. AEG, wer es nicht weiß, bedeutet Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft mit Hauptsitz in Berlin. In dem früheren Werk in Hennigsdorf wurden diese Lokomotiven gebaut. Übrigens war das der Vorläufer der AEG oder der Lokomotivsparte der AEG war die Firma Borsig in Berlin. Ja, Hennigsdorf ist heute ja auch ein Produktionsstandort von Lokomotiven. Ja, die E19, wie gesagt, wurde 1939 ausgeliefert. Es wurden vier Stück gebaut. Diese Lokomotiven waren hauptsächlich vorgesehen für den Personenzugdienst zwischen München und Berlin. Und die Lokomotive erreichte eine Geschwindigkeit von 180 Stundenkilometer. Und es wurden sogar Versuche gefahren, wo sie so um die 200 Kilometer in der Stunde fuhr. Ja, diese Lokomotive war, wie gesagt, präsentiert dafür für Schnellzüge, Eilzüge. Und ich habe sie mal auf Gleis gestellt mit Umbauwagen. Nämlich es existieren von dieser Lokomotive nur noch jetzt zwei Stück. Eine steht in Berlin und eine in Koblenz-Lützel. Ja, das ist jetzt hier die Bundesbahnausführung. Sie wurde nämlich 1968 umnummeriert in E119. Ja, ist ein sehr schönes Exemplar von der Firma Fleischmann. Bin mit der Lok soweit zufrieden. Bis auf den Stromabnehmer, der manchmal ein bisschen zicken macht, aber sonst ist sie ganz in Ordnung. Ja, das soll es nun auch gewesen sein. Ich lasse jetzt mal ein Stück vorfahren mit ihrem abenteuerlichen Zug hier aus Umbauwagen. So, die Sonne scheint draußen, scheint auch auf die Anlage, was immer ein schönes Bild ergibt. So, in dem Sinne sage ich tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.